So, jetzt hört man mich zwar, aber ich bin nicht mehr da. Genau, eben habe ich schon gesagt, hallo und willkommen in der Dunkelheit. Genau, weil es hier so dunkel ist. Und ich wollte jetzt das Licht anmachen. Damit ihr mich seht. Gucken, ob mir das gelingt. Ah, schon besser. Hallo, Thürerwal. Einen guten Abend dir an diesem, ja, historischen Tag. Leider nicht im guten Sinne, wenn man das Weltgeschehen mal wieder so betrachtet. Ja, aber ich versuche das einfach mal, ja, ich versuche mich da jetzt mal auszuklinken und noch ein bisschen Jagged Alliance 2 weiterzuspielen und hoffentlich auch endlich mal Biff und Flo aus ihrer Misere zu führen und sie. Vielleicht gar nicht so schlimm, Tyra, ich erkläre das dann gleich noch. Und diesen Teil, diese Episode hier im Sand gegen die verbleibenden vier Gegner zu Ende zu führen. Ja, genau. Also es ist immer noch recht dunkel, aber. Also ist das halt. Ich könnte höchstens das Licht noch ein bisschen drehen. Ja, ist schon wieder ein bisschen besser, denke ich. Genau. Also vielleicht erstmal zu mir. Ich bin im Urlaub, aber nicht so super lange. Ich bin im Urlaub bis, also von Freitag. Bis einschließlich Sonntag die Woche drauf. Also 10 Tage. Und Montag, Dienstag, Mittwoch oder Montag, Dienstag bin ich noch allein zu Hause. Da werde ich bestimmt mal zum Streamen kommen. Montag, Dienstag, übernächste Woche. Richtig? Ja, richtig. Übernächste Woche. Genau. Also du meinst wahrscheinlich länger, Tyrawal, ne? Genau. Also da bin ich im Urlaub, da bin ich eh nicht da und werde eh nicht streamen können. Ich könnte nur ein IRL-Stream machen, aber ja. Also das kann ich nicht so gut wie ein Laien, der dann stundenlang über sein Handy streamt und da auch seine Akku-Packs dabei hat und alles. Genau, das habe ich halt alles nicht und ich finde es auch nicht so super geeignet, wenn man mit Familie unterwegs ist. Genau. Wenn man da alleine unterwegs ist, dann kann man natürlich durchaus drüber nachdenken oder nur andere Leute trifft, die man vom Stream kennt und die da eh offen für sind, sowas mal zu machen, aber das wird sich bei mir wahrscheinlich nicht so schnell ergeben. Genau. Ja, okay. Woran liegt es bei dir, Thürerwal? Ich hoffe, es liegt nicht daran, dass du eine Augenoperation hast und die nächste Zeit deine Augen schonen und nichts gucken darfst. Oder so. Irgendwas in der Art. Das hatte tatsächlich. Irgendjemand aus der Verwandtschaft, ich weiß gar nicht mehr wer. Naja. Du darfst morgen arbeiten. Ja, Glückwunsch, ich auch. Ach so, heute. Ach, heute. Nee. Ja.
Ich habe einfach mal das heute überlesen. Okay. Tut mir leid, ich bin mal wieder wirr. Okay, ja, so. Dann legen wir einfach mal los. Ich habe auch festgestellt, ich habe Bill und Flo geschrieben beim letzten Mal. Der heißt natürlich Biff, der nette Herr. Und, geil. Kann man ja im YouTube-Video dann hinterher korrigieren. Kann man auch bei Twitch korrigieren, ja. Okay, ja, Biff und Flo sind mit Alex noch hier auf diesem Sektor C9, diesem wüstenähnlichen, steppenähnlichen Sektor. Wir hören immer noch einen leidenden Gegner, der schon ordentlich Schaden genommen hat in der letzten Aufnahme. Und eigentlich war die Idee, jetzt ist er umgekippt und wird jetzt bewusstlos sein. Als nächstes stirbt er dann. Genau. Ja, beim letzten Mal wollte ich eigentlich noch mit den dreien hier so ein bisschen vorgehen und dem hinterherjagen. Und dann hat sich hier noch jemand rausgetraut und dadurch ist es dann wieder ungünstig gewesen und ich wurde getroffen und ja, deswegen Da drüben scheint etwas zu sein. habe Da ich drüben scheint jetzt etwas zu sein. das Ganze hier nochmal neu geladen und hoffe, dieses Mal geht's besser. Auf jeden Fall kommen wir schon weiter runter, was aber vielleicht gar nicht so ganz gut ist. Was ich auch machen könnte, wäre mal zu versuchen, von hier dran zu gehen, weil hier sind auch recht viele Steine, wo ich mich immer wieder hinter verstecken könnte. Ich versuche das mal. Jetzt ist er gestorben. Ich glaube, das hier ist seine Leiche. Die war vorher noch nicht da. Das ist auch so ein komischer Eigenart. Eigenheit im Spiel. Sofern die Gegner gestorben sind, sieht man dann auch, wo sie gestorben sind. Eigentlich müsste man die ja auch erstmal finden, aber gut. Auch nicht so schlimm. War, glaube ich, auch im Originalspiel schon so. So, jetzt werde ich hier mal so von Stein zu Stein Vorwagen. Vielleicht nicht unbedingt mit Flo zuerst. Schön im. Was macht Flo jetzt da? Sie wieder zu Biff geschickt anscheinend, versehentlich. Oh nein, wo ich mich gerade eingelebt habe. Okay, da ist einer. Der hat mich aber vielleicht noch nicht gesehen. Suchen mit Lou hier weiter vorzurobben und mit Alex auch hier lang zu gehen. Ich denke mal, der hat mich noch nicht gesehen. Nee. Na? Okay. Obdidop. Wenn ich sie hier hinsetze, dann kann sie sich nicht hinlegen, das ist ungünstig. Hier sind nur zwei Steine, ist auch ungünstig, hinter denen ich mich verstecken kann. Ups. Es gibt Ärger. Aha. Dann haben wir sie alle drei dort an der Straße. Noch wurde ich immer noch nicht gesehen. Ich kann also mit Biff zum Beispiel noch hier vor. Mit Flo hinter den Busch. Naja, macht das Sinn?
Ist auch nicht so gut. Ich habe nur zwei Stellen, wo ich mich verstecken kann. Könnte mit Flo halt hier hingehen. Ja, wobei eigentlich ist die Stelle doch gar nicht so schlecht. So, dann Rob einfach mal zu Ende und Flo unterstützt dann, wenn die Gegner vorkommen sollten. So, okay, ich hoffe, die drei werden jetzt keine allzu harte Nummer mehr. Ja, ja, vielleicht noch mal zum Urlaub. Also, wir haben vor, nach Es gibt Ärger. Biff sieht ihr noch nicht? Nee. Nach Paris zu fahren mit der Bahn. TGV ist, glaube ich, leider nicht dabei. Wollten wir eigentlich. Dann ein bisschen in Paris zu sein. Dann mit der Kleinen nach Disneyland. Alex, super. Beziehungsweise nicht Disneyland, sondern Euro Disney. Und Feind in Sicht. genau, und dann geht's weiter. Nach ein paar Tagen fahren wir mit dem Nachtzug nach von Frankreich aus nach Wien. Mit dem Schlafzug, da haben wir so ein Schlafabteil. Das wollte ich gerne mal machen, ausprobieren. Und der Rest der Familie auch. Und dann sind wir noch ein bisschen in Wien und dann besuchen wir noch die Oma bei München. Beziehungsweise ich nur ganz kurz und fahre dann wieder zurück, um am Montag wieder arbeiten zu gehen, übernächste Woche. Und Thales? Was meinst du, Thürerwal? Jetzt bekommt Flo eine Unterbrechung. Das habe ich ja erhofft. Den da ein bisschen Angst zu machen. Der Zug von Köln nach Paris hat ja auch so einen anderen Namen nochmal. Der fährt von Frankfurt, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, von Frankfurt aus. Jetzt hat noch Flo noch eine Unterbrechung bekommen. Ja, dann schließen wir nochmal auf den. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gleich wieder gefährlich. Okay, speichern wir. Und dann schauen wir mal, wie, ob wir da gut durchkommen. Eine Pistole wird es wahrscheinlich nichts und die hat, glaube ich, sogar mehr AP. Doch, mit der geht es. Mit der nicht. Wäre, glaube ich, ein Versuch wert. Schade, Biff. Schade. Jetzt würde ich mal mit Alex einen Feuerstoß auf den hier abgeben.
Eine Waffe ohne Muni taugt keinen Meter. Okay. Hat nicht wirklich was gebracht. Aber er trifft nicht. Dafür trifft der. Dafür trifft der. Und bei einem Biff ist das leider schon wieder das halbe Leben, das er verloren hat. Von daher, tut mir leid. Kann ich leider nicht zulassen. Okay. Dafür kriegt er jetzt nochmal eine Chance, mit dem Gewehr, mit der Pistole hier zu treffen. Oh, irgendwas hat er getroffen. Nur nicht den Gegner. Die Alex kriegt auch nochmal eine Chance. Eine Waffe ohne Muni taugt keinen Meter. Die trifft dann auch. Und Flo, naja, eigentlich sieht sie ja schon zwei. Das könnte nur noch der in ihre Unterbrechung laufen. Von daher lohnt sich das nicht. So, dieses Mal hat keiner von den getroffen. Ja, ich glaube von Frankfurt. Mal gucken. Wenn du es genau wissen willst. Wir hatten geguckt, es gab einen von Köln, es gab einen von Frankfurt und es gab einen von Karlsruhe. Und tatsächlich ist es Karlsruhe. Also von Berlin nach Karlsruhe fahren wir und dann von Karlsruhe nach Paris. Genau, aber mit einem ICE. Von daher dann leider kein TGV, aber die österreichische Bundesbahn nehmen wir mit. Mit dem Schlafzug. Und einem Schlafabteil. Genau. Ich muss mal eben mal wieder bei Rise of Cultures kurz reingucken. So. Biff, versuch's nochmal. Genau so, Biff. Genau so. So habe ich mir das gewünscht. Ah, okay, sie kann ja gar nichts machen, leider. Da habe ich jetzt Aktionspunkte verschenkt, das war nicht so gut. So, dann würde ich ihn mal in Ruhe lassen. Mit Flo gehe ich nochmal auf den. Nicht getroffen, aber... Ah, das könnten wir jetzt versuchen... Oh Gott, er hat noch Geschicklichkeitspunkte verloren. Gut, wir lassen es. Und ich habe, glaube ich, nicht gespeichert. Clevererweise. Also den schönen Treffer. Na gut, der war jetzt in dieser Runde. Den hätte ich gar nicht speichern können. Aber trotzdem. Trotzdem nicht gut. Genau. Aber er hat es nochmal hinbekommen. Er ist nicht mehr, also nicht schlecht, sondern noch gesund. Aber ich würde sagen, besser als... Eine Waffe ohne Muni taugt keinen Meter. Beim ersten Mal, jetzt hat sie nochmal geschossen. Jetzt ist sie natürlich im Ziel der Gegner. Das ist nicht gut. Würde ich sagen, mit Flo mal hier das ganze Magazin draufhauen. Oh, Flo hat auch getroffen. Na gut, dann ist es doch jetzt auch eine bessere Ausgangslage. So. Okay, jetzt habe ich aber gespeichert. Biff, den der am nächsten ist. Nicht getroffen. Jetzt können wir aber nochmal versuchen, mit der Pistole.
getroffen. So. Da haben wir nicht genügend, um noch irgendwas zu machen, außer nachzuladen. Jetzt auch eine ungünstige Situation, würde ich sagen. In meine Waffe fehlen Kugeln! Glück gehabt. Niemandem was passiert. Der ist am gesündesten. Versuchen wir es bei dem. Sehr gut, Biff. Genau, ich gehe dann immer von der stärksten Verwundung so nach unten durch. Mehr oder weniger. Und natürlich die von der Nähe der Gegner. Oh, das lohnt nicht mehr bei Flo. Oh, jetzt wird aber sie auch schon beschossen. So, hat der noch Munition? So aus. Kugeln, Patronen, Muni! Jetzt ist die Munition alle. Gut. Versuche ich mal den. Na, sie muss sich auch noch hinlegen können wieder. Jetzt kann sie sich nicht mehr hinlegen. Okay, aber sie hat getroffen. Immerhin. Und jetzt versuche ich mal, ihn noch mit Flo zu erwischen. Wieder alles drauf. Habe ich alle erwischt. Jetzt haben sie alle was abgezogen bekommen an Aktionspunkten und hoffentlich müssen alle sitzen bleiben und können nicht schießen. Hat nicht ganz geklappt. Es konnte nur einer schießen, aber ja. Wieder Glück gehabt, würde ich sagen. Okay. Sehr schön, Biff. Jetzt sind sie mürbe, würde ich sagen. So, der liegt. Mal mit dem versuchen. Das ist eine unmögliche Ziel. Das ist schade, sieht nur den Kopf. In meine Waffe fehlen Kugeln. Du hast noch ein Magazin. Dieses Mal können wir wahrscheinlich alle schießen. Ja, denn ich habe ja niemanden getroffen. Okay. Oder? Den hatte ich getroffen, ne? Den hatte ich mit der Pistole getroffen. So, der hat auch an Treffsicherheit gewonnen. Okay, ich sollte lieber den Autofeuermodus ausschalten, wenn ich nicht Autofeuer schießen will. Ach, das ist im Rucksack und sie kommt während des Kampfes nicht da dran. Ja, dann steigen wir mit der Waffe um. Ja, Biff, komm. Kugeln, Patronen, Muni! Du hast doch jetzt schon mehr Treffsicherheit. Schlecht, schlecht, kritisch. Den sieht sie nicht.
Da auch wieder Aktionspunkte verbraucht. Ja, den sieht jetzt aber... Oh, super. Super, Flo. Okay, ich denke, ich hab sie. Ich glaube, die Neverending Story könnte sich einem Ende zuneigen. Ja, die sind jetzt zu weit weg für seine Pistole. Kann halt nicht genauer zielen, ne? Das ist super schlecht. Aber hat jetzt auch, ja, auch nicht genügend Aktionspunkte. Versuchen wir erstmal die anderen noch. Sie kann ja nochmal mit der versuchen zu schießen. Ah, sie kann damit auch nicht so genau zielen. Mit der Pistole. Ja. Okay. Nur noch ein Schuss drin. In meine Waffe fehlen Kugeln. Jetzt, wo sie fast erledigt sind, ist es eigentlich Quatsch. Das auch noch. Da muss ich das auch nicht mehr hinnehmen. Dann würde ich sagen. So, nachgeladen. Dafür habe ich gar keine Munition mehr. Nee, das war zu teuer. Das ist es. In meine Waffe fehlen Kugeln. Warum hat sie einen Feuerstoß gemacht? Da war doch nur eine Kugel drin, oder? Wahrscheinlich hat sie einen Feuerstoß ausgelöst. Und trotz der einen Kugel wird es nicht richtig. Elf ist nicht ganz so schlimm. Genau, Feuerstoß mit einer Kugel. Warum auch immer ich ihn jetzt aufgesetzt habe, um seine Aktionspunkte zu verbrauchen oder so. Du gehörst mir. Okay. Der mag mich also. Das ist eine sehr sparsame Waffe. Auf jeden Fall bluten jetzt alle und verlieren Energie, Lebenspunkte.
Und der eine scheint sogar zu fliehen. Nochmal getroffen, Flo. Aber ich speichere jetzt nicht wegen dem Lebenspunktverlust von Biff. Einer weniger. Hab mich verbessert. Bin stolz auf mich. 39 Treffsicherheit. Biff hat ja immerhin schon 60. Könnte ihn fast als Profi-Söldner bezeichnen. So, niemand sieht Biff. Lassen wir jetzt mal genau die Runde vergehen und jetzt versuchen wir es nochmal. Sehr gut. Ausgezeichnet, Biff. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Genau, die Arbeit mit ihm so sehr mag. Okay, und der da hinten, also Alex scheint ihn tatsächlich zu sehen, aber der ist natürlich schwer außer Reichweite, auch von der ja, auch von dem Gewehr aus. Ich werde mal mit... Ach nee, der kann sich ja selbst verarzten. Der ist ja der beste Mediziner hier. Aber der hat kein Arztköfferchen. Das liegt hier irgendwo rum. Oder? Hab ich den verbraucht? Okay. Ja, keine Ahnung. Ne, der haut jetzt ab. Dann können wir eigentlich nur versuchen, hinterher zu rennen. Der will wahrscheinlich fliehen. Dann nutzen wir die gute Gelegenheit jetzt hier, die wir haben. Der flieht, wie wir sehen. Aber mit seinen wenigen Aktionspunkten flieht er nicht weit. Ich hoffe, er hat so wenig Aktionspunkte, dass er nicht mehr schießt. Also der rennt ja immer weg, er kann eigentlich nicht schießen. Dadurch, dass er immer wegrennt, verliert er ja Aktionspunkte. Wir gehen noch hinter den Stein. Und er scheint sich nicht so ganz sicher zu sein, wo weg ist. Ja. Sahen beide nicht schlecht aus. Schüsse. Aufklärung erfolgreich, Feind überlegen. Genau, dieses Mal konnte ich es mal lesen, was er gerufen hat. Da muss ich Biff dann doch mal abducken. Reicht dafür die Pistole? Bin ja recht nah dran. Ja. Keiner mehr da! Und ich lebe noch! Oh ja, und was für ein... ja, war nicht so einfach. Es war nicht einfach, definitiv nicht. Okay, also schwere Geburt, ja. Auf jeden Fall. Also sie scheinen tatsächlich kein Erste-Hilfe-Kit mehr zu haben.
Dann muss ich Biff mit dem Arztkoffer verarzten. Das mache ich natürlich sehr ungern, weil das halt Material verbraucht, womit man halt nicht nur sich verbinden kann, sondern auch heilen kann. Aber wenn ich das nicht tue, dann wird er wahrscheinlich Lebenspunkte verlieren. Und das möchte ich jetzt auch wieder nicht. Genau. Okay, jetzt haben wir hier wieder jede Menge Dinge gefunden. Können die Waffe von Biff nochmal aufladen? Ach, das geht in dem Modus jetzt nicht. Genau, jede Menge Dinge gefunden, die wir eigentlich nicht finden wollten, weil wir ja nur. Oh. Weil wir eigentlich nur die Gegenstände hier aufheben wollten, ja? Aber jetzt kam es dann doch nochmal zum Kampf. Okay, dafür haben wir hier eine interessante Waffe gefunden. Mit welchen Werten? 36 Reichweite. Das ist doch für diese Gruppe hier ein Gewinn. Denn, oh, das hat sogar 37. Okay. Was für Munition lädt das? Sicherlich keine Revolvermunition oder Schrotmunition. Diese hier? Die Leuchtspur? Nee. Auch nicht. Okay. Ja, gut. Hat noch jemand keine schusssichere Weste? Nein, sind alle versorgt. Hat noch jemand keinen Helm? Sind auch alle versorgt. Was hat denn Loda am Helm? Ein Nachtsichtgerät. Das braucht sie natürlich am Tage nicht. Biff kann seinen Helm wechseln gegen einen Twaron-Helm. Dann haben wir hier zwei Stahlhelme übrig. Ja, wenn unser Kämpfer, also wenn einer von denen unser Kämpfer ist, dann ist es wohl Biff. Deswegen kriegt jetzt Biff mal hier die besten Dinge. Ah, Moment mal, 15 AP, 16 AP ist ja noch schlimmer. Gut, Alex bekommt dieses Gewehr. Reichweite 19. Was hat denn Flo? Na, die hat das gleiche. Ja, okay, auch richtig schlecht. Gut, dann Messer. Sie alle noch nicht. Gewicht ist ja schon überlastet. Gehen wir mal das mal Alex. Dann haben wir noch eine zweite Sani-Tasche, die darf jetzt der Biff tragen, obwohl er schon mit dem Gewicht überlastet ist, oder wie? Nee, doch Alex. Dafür wird die Waffe von Biff nachgeladen. Haben wir hier noch einmal Munition. Einmal leere Munition. Naja, ich werde mal hier einmal das magische Nachladen von allen drücken. Ja, ablegen wollte ich die Rucksäcke nicht. Ach, ich habe es mir noch schwerer gemacht, denn sie haben ja ihre Rucksäcke mit sich rumgetragen, wo sie eh nichts rausnehmen können während des Kampfes. Und wo sie durch die große Last, die sie tragen, nochmal weniger AP haben. Ja, also auch selbst schuld, ja. Dafür kann ich aber dieses Gewehr laden. Genau. Tyrerwahl. Bekomme ich 63 sogar. Ja, danke dir. Danke dir. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Vielen Dank für die Bits.
Ja, du wirst wahrscheinlich genug Zeit haben, den Rest des Streams nachzuholen. Schön, dass du da warst. Ja, und dann eine gute Nacht dir. Alle anderen, die noch vielleicht zuschauen sollten, sind ja sehr still. Dann, ja, bespaße ich euch mal weiter. Ich hoffe, es ist unterhaltsam. Genau. So, nochmal drücken. Trotz dessen, dass ich hier jetzt Gegenstände aufsammle, was natürlich ja wahrscheinlich nicht so mega unterhaltsam ist. So, die. Ein bisschen komisch, dass die Waffen nicht wirklich nachgeladen sind, ne? Da jetzt irgend. Das war auch komisch. Okay. Nee, da passen die nicht rein und die Pistole. Ah, da fehlt nicht viel. Die ist geladen. Das mit dem Nachladen der Waffen hat nicht so richtig geklappt. Und die braucht dieses Magazin. Gut, davon haben wir jetzt nicht mehr dabei. Das können wir da noch oben drauf packen. So, wer kann denn noch? Können wir drei davon mitnehmen? Ach, das Revolver-Dingens, das kann doch Biff hier mit reinpacken. Genau. Pistole. Die kriegt jetzt mal Flo. Oder? War noch irgendwo ein Holster frei? Sieht nicht so aus. Dann kriegt die mal Flo. Nimmst du einfach hier die beiden in die Hand. Würde ich sagen. Das können wir noch woanders hinlegen. Das ist doch gut. Das Matchvisier. Die Helme würde ich natürlich auch gerne mitnehmen, ne? Ah, für die Pistole. Das ist 9x19 mm. Da kann ich natürlich auch noch ein Magazin erübrigen. Okay. Beretta habe ich nichts mehr. Zielfernrohr. Okay. Trägst den Kanister. Okay, dann haben wir alles. Dann haben wir alles aufgehoben. Biff ist ein bisschen verletzt. Alex ist ein bisschen verletzt. Ja, Biff ist ganz schön verletzt mit seinen wenigen Lebenspunkten. Alex auch, aber wir wollen ja eigentlich nur noch das Ganze hier rüber tragen. Das ist der Plan. Und die Gruppe hier unten wieder hochheilen, um dann weiterzuziehen in den nächsten Sektor von Grum. Das ist das Ziel. Wie spät haben wir es? Ja, Stunde haben wir auf jeden Fall noch. Anderthalb. Dann beschleunige Ich hier. habe schlechte Nachrichten. Die Erzvorkommen sind erschöpft. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die Mine nichts mehr hergibt. Das musste ja so kommen. Das ist ganz schön früh. Die sind immer nach einer gewissen Zeit erschöpft, die Minen. Und die Shizena-Mine, die ist eh nicht besonders ertragreich. Aber die wird dann halt irgendwann auf Null sein. Da gibt es dann auch kein Geld mehr. Dafür gibt es eine Post.
Einmal Post von Speck. Bitte nehmen Sie hiermit zur Kenntnis, dass Flo aufgrund ihrer Fortschritte auf dem Kampffeld eine bessere Entlohnung verdient hat. Genau, weil Flo nämlich jetzt Erfahrungsstufe 3 ist. Die hat ist von der Erfahrungsstufe her gewachsen und jetzt wird sie teurer. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 61.000. Ich spare ja eigentlich immer noch für Trevor. Um seine, ja, 65.000 brauche ich, um das hier mal zu verlängern. Genau, das kriegen wir jetzt noch nicht hin. Oh, Bloodcats, oh nein. Wer hat nicht gespeichert? Ich habe nicht gespeichert. Die haben keine Chance gegen die Bloodcats. Ich kann gleich nochmal neu laden. Wir haben keine Chance. Ein Puma! Vielleicht kann ich irgendwie weg von denen und die umgehen. Weiß es nicht. Sieht jetzt nicht so aus, als hätten die mich schon gesehen oder hätte der mich schon gesehen. Schon mal gut, dann kann ich hier mal speichern. Ich muss jetzt aber einen anderen Speicherstand nehmen. Nehmen wir mal den Stream hier. Da ich jetzt mit den mir den anderen den Wahnsinnsmieze. Verlieren die Moral, wenn ich den Sektor verlasse? In dem Bloodcats waren. Sieht jetzt nicht so aus. Bin ist bereit, das, weiterzumachen. Das vielleicht eine Fix Lösung. Und fertig. Dann muss ich da irgendwie einen Bogen drumherum machen. Genau, wenn man einen Sektor verlässt, wo viele Gegner sind, weil man in eine blöde Lage gekommen ist, dann ist es auf jeden Fall immer so, dass man dann ganz schön an Moral verliert, wenn man diesen Sektor verlässt. Und deswegen ist es immer unschön. Im Moment, ich werde jetzt die auch noch ein bisschen arbeiten lassen. Fox, genau. Fox ist Training der Miliz. Hallo Burst, guten Abend. Na, hast du wieder Spätschicht? Oder müsstest du da jetzt schon los sein? Wahrscheinlich schon, oder? Ach, dann üb halt irgendwas. Ach, wo kannst du denn hier? Nee. Bist du nicht gut drin? Medizin können wir mal lernen, dass er generell ein bisschen Fähigkeiten hat. Morgen wieder arbeiten, heute frei. Okay, verstehe. Ja, die sollen sich erstmal wieder erstmal ein bisschen ausruhen, dachte ich. Dann haben wir einige nicht mehr so viele so viel Energie. Außer Chris, der ist nicht müde, der hat als Patient gechillt. Ach, ich brauche ein schönes, warmes Bett. Oh oui, mir geht es auch so. Okay, dann könnt ihr... Okay, ich bin da. Hier. Könnt ihr mal am See schlafen, ist doch schön. Schön Zelt aufstellen. Sich gemütlich machen am See. Vielleicht noch so eine Kiste öffnen. Die da unten liegt. Da gehe ich auf jeden Fall mal hin mit den dreien.
müssen jetzt nicht unbedingt schwimmen. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Nee, überhaupt nicht. Geht mal außen rum. Nicht, dass sie noch mitten im See erschöpft sind und dann ertrinken. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt hier unten an der Kiste angekommen bin, sind die stark genug, die Kiste zu öffnen? Die schlechten Söldner. Du bist doch aus Süddeutschland, oder? First Angel, du hast ja wahrscheinlich dann Donnerstag auch wieder frei. Oder habt ihr nicht frei, wenn ihr Schicht macht? Müsst ihr dann eh arbeiten? Ah, eine leere Kiste. Wie cool. Okay, dann machen wir hier doch ein... Kommen wir doch da zur Ruhe. Jetzt 5 Tage Mittagsschicht und dann 4 frei. Genau, du hast da so komische Zeiten. So, jetzt werden wir mal bis zum nächsten Tag warten. Und jetzt ist es soweit, glaube ich. Ich kann mir die Vertragsverlängerung... Das ist fair, Sportsfreund. Und du warst immer ehrlich zu mir. Bin dabei. Sehr gut. Ich kann mir die Vertragsverlängerung von Trevor leisten, bevor er Erfahrungslevel 6 wird. Und dann noch teurer. Natürlich sein, die Verträge noch gerne noch länger verlängern, aber... ich weiß auch gar nicht, wie lange ich so brauche. Ich tue, was ich kann. Chris hat irgendwas gelernt. Ach, Stufe 1 Medizin. Sehr schön. Dann ab wieder ins Bett. Und Pablo, den kann ich nochmal mit dem Waffenhändler reden lassen. Nicht, dass ich... Zeig mir, woran du Interesse hast. ...das Geschäft des Tages verpasst habe, aber es sieht im ersten Blick nicht danach aus. Das ist relativ seltene Munition. Aber ich weiß auch nicht, für welche Waffe die ist. Gut, Granaten hat er jetzt viele. Vielleicht nächstes Mal. Mhm. Vielleicht nächstes Mal, und das war ein Riesenfehler, hier diese Colt Kommandos zu kaufen. Denn die brauche ich nicht mehr. Ich habe schon bessere Waffen. Hat er denn die passende Munition dafür vielleicht gehabt? Muss ich nochmal gucken. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nee, auch nicht. Vielleicht nächstes Mal. Boah, okay, schade. Schade, schade, schade. Du trainierst weiter reparieren. So. Hattest du Probleme mit dem Rechner? Oh, nee. Wo soll denn das passiert sein? Ich bin soweit. Ah, aber auch richtig schlecht. Ich bin jetzt bei 0. Irgendwo habe ich massiv Milizen verloren.
weil ich hätte Trevor nicht so viel Geld bezahlen sollen. Ach, Mann, ey. Ja. Ja, kenne ich, Burst, kenne ich. Ich habe auch viel Geld aufgewendet für meinen Rechner. Und wann habe ich den? Also verhältnismäßig viel, ne? Dadurch, dass ich den selbst zusammengebaut habe, war es dann am Ende gar nicht so teuer, aber die Komponenten waren halt. Hätte man den Rechner so als Gesamtpaket gekauft, dann wäre es halt sehr teuer geworden. Genau. Und der ist immer noch. Kann damit immer noch alles machen. Also wann habe ich den gebaut? Vor 7-8 Jahren. Vor 7-8 Jahren ungefähr. Genau, also so ähnlich wie bei dir. Tauschst du nur ein paar Komponenten aus. Ja, kann man machen. So, geht nochmal mal schlafen hier und dann... Alex ist schon wieder fit. Dann... doch mal auch irgendwas reparieren von Gegenständen, genau. Gute Idee. Trevor ist nicht müde. Dimitri auch nicht. Achso, jetzt stehen die doof rum, weil ich... Hab mich verbessert, bin stolz auf mich. ...vergessen habe, denen eine Aufgabe zu geben. Aber ich werde nicht losgehen, bevor der Tag angebrochen ist. Interessanterweise sehe ich jetzt, wie viele Gegner in den Nachbarsektoren sind. Es hält sich ja in Grenzen da im Norden. Es sind nur 12. Also die Theorie... die Theorie, dass die, wenn die Verstärkung einmal gekommen ist, dass es deutlich weniger sind pro Sektor, die stimmt dann schon. 64 GB RAM. Jetzt hast du schon 32. Ich glaube, ich habe noch 16. Ich tue, was ich kann. Hab mich verbessert. Bin stolz auf mich. Ich glaube, ich habe noch 16. Und in der Arbeit damals wollten die mir einen Rechner mit 8 unterjubeln. Also zu der Zeit, wo ich den mit 16 zusammengebaut habe. Und das hat auch... so überhaupt gar nichts, gar nicht funktioniert mit 8 GB. Da bräuchte ich immer mehr, weil ich gerade in der Arbeit habe ich so viele Programme gleichzeitig offen, die ich auch offen haben muss, weil ich muss dann da gucken und da vergleichen. Ja, naja. Also, ein bisschen Zeit ist noch. So, die sind wieder am Start. Die drei Herren vom Dienst, Damen vom Dienst, von der Tankstelle und wie auch immer. Okay, dann gehe ich jetzt hier auf den nächsten Sektor mit denen und die schicke ich nochmal ins Bettchen. Und dann geht's gleich los.
Stopp. So, brauchen die noch viel Schlaf? Nein, die sind alle halbwegs fit. Also, auf geht's. Den nördlichen Sektor. Hier ist es nochmal mehr geworden jetzt. Vielleicht sollte ich hier lieber angreifen und die Miliz mit rüberholen. Wobei natürlich die sind, die Bauernopfer sind, aber. Kann halt auch eine ganz gute Verstärkung sein. Nächste Japanischprüfung. Dann das nächste Sprachniveau oder worum geht's? Mir den Nachbarsektor zurückholen. Mit Hilfe der Milizen und die Gegner gleich mal ausdünnen. Ist, glaube ich, keine so doofe Idee. Bin mir nur nicht sicher, ob das klappt mit Hilfe der Milizen. Ansonsten ist das ja der Fabriksektor. Und ob ich da nochmal aufs Dach komme. Das sind jetzt 15 Gegner. Geht auch noch. Ich speichere mal, bevor ich den Sektor betrete, weil ich nicht weiß, ob ich da eine gute Position einnehmen kann. Und gehe dann rüber mit meinen 0 Gold. Ja. Wir haben Besuch. Daydrunners Männer sind im Anmarsch. Ich kann mich hier zumindest hinter dem Haus verstecken. Obwohl das vielleicht gar nicht so gut ist. Ich kann auch hier hingehen und dann mich hinter die Kisten begeben. Das ist vielleicht besser. Also wie das... wenn ich mal nochmal... Kann ich überhaupt hier unten hin? Ja, da unten kann ich auch hin. Genau, es sieht nicht so aus, als wenn ich hier oben hin könnte. Die sind wahrscheinlich unterhalb der... sind wahrscheinlich unterhalb der des Zauns. Dann gehe ich doch hier unten hin. So, am Block. Gleich eine Begrüßungsgranate für die Milizen. Gleich nochmal mit Laden versuchen, würde ich fast sagen. 5 Stufen. Und bist du so gut, dass du gleich die nächste angehen kannst? Echt? Ich werde es nochmal. Ich lade nochmal und guck nochmal, ob der gleich nochmal eine Granate wirft, weil das mit der Granate ist ganz schön übel. Den Speicherstand nicht. Ja, die sind natürlich Kanonenfutter, aber ich will sie jetzt nicht. Feind ausgemacht. Bereit halten. Ich will sie jetzt nicht im ersten Moment direkt verfüttern. Die sind ja vor allem zur Aufklärung jetzt da. Besser so. Als gleich 3, 4 auf einmal außer Gefecht, weil sie keine Aktionspunkte mehr haben. Denke ich. So, und die machen jetzt halt gleich Aufklärung für mich, ne? Ah, ja. Gut, das ist richtig. Trevor trägt jetzt Dinge, die ich hier lassen muss. Trägt jetzt alle Dinge, die ich hier lassen muss.
dieses Haus ein Flachdach? Hat es? Können wir also draufklettern, aber das wird sich nicht lohnen. Dann eher hier drüben. Oh, Ira hat auch ganz schön gut. Okay. Ist am Wert Geschicklichkeit? Vielleicht liegt es am Wert Geschicklichkeit, dass die so viele Aktionspunkte haben. Ein bisschen was verbraucht, weil er Rucksack und er hat nur 55, deswegen auch wenig Aktionspunkte. Genau, Geschicklichkeit ist das. Irgendwas ist hier faul. Der macht's. Seid ihr bereit? Ganz schön gut. Sie sind hier. Mit seinem Gewehr. Jetzt sehe ich nicht. Ah, da ist er. Der muss erstmal mit Mama telefonieren. Ich meine, er ist ja auch durchaus gefährlich. Kann ich verstehen, dass man nochmal mit seinen Lieben telefonieren will. Und Fox wurde getroffen. Wurde getroffen. Ich habe das nicht mal gesehen. Tja, vielleicht doch ein bisschen offensiv. Kann jetzt mit ihm dahin rennen, aber den Gegner hier sehe ich nicht mehr. Ich wollte ja eigentlich relativ offensiv sein, um vielleicht noch ein paar Milizen überleben zu lassen am Ende. Also ich kann jetzt auch hier hinrennen und den da oben. Feuerstoß mitgeben. Das ist schon mal gut. So, aber müssen dann doch irgendwie außer Reichweite. So, Ira kann schon hier hinrennen. Ist gut. Da ist auch erstmal niemand. Ach, der hat ja auch keine Aktionspunkte mehr, also. Kann ja nur gut enden. Alles andere wäre fatal. Okay. Nee, Trevor, du musst leider auch noch hier warten. Gut. Dann sind hier 4 drin, 5, 6. Bin ich 7? Sind wir nicht 7? Wer fehlt denn noch? Dimitri fehlt noch. So. Okay. Dann ist es wohl so. Trefft ihn doch.
Ich werde das Bluten irgendwie stillen müssen. Mhm. Zum Beispiel, indem du dich verbindest. Okay. So, hier ist einer drin. Erb! Okay. Du machst dich mal bereit. Ihr geht schon mal weiter. Ich sehe etwas. Ja. Ist mir egal. So. Der hat schon seinen zweiten erledigt. Und dann gibt's da langreichweitige Schützen, offenbar. Da sitzt er, okay. Der in dem Gebäude hier wird aber auch konsequent ignoriert. Okay. Chris, kommst du hier hin? Sehr schön, siehst du schon was? Okay. Yep. Ira. Auch weiter aufs Dach, weiter in die Mitte. Die anderen. Ja, einen ganz guten Plan eigentlich. Das wird er da drinnen wahrscheinlich hören, dass wir hier rumwuseln. So, und jetzt darüber laufen kannst du. Okay. Dann geh wieder zurück. Ja, Börs, dann wünsche ich natürlich viel Erfolg beim nächsten Kurs. Nimmst dir ja immer gut was vor. Der ist da sehr erfolgreich. Elite-Gegner sind auch dabei. So. Ich möchte, dass du mit dem Scharfschützengewehr mal hier rüber guckst. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Ah, der ist da drin. Der ist da drin. Guck mal aufs Dach. Okay, da ist keiner. Yep.
Prima. So, und Grizzly wollte ich... quasi so als Überraschungs... Ja gut. Vielleicht auch noch nicht, weil er noch zu wenig Aktionspunkte hat. Du gibst dich dazu. Und Tamus, du kannst jetzt hoch. Ah, hingelegt. Okay, dann wäre noch Fox. Die ist aber noch nicht bereit. Okay. Oh. Oh. So, da muss was passieren. Sonst bleibt da nicht mehr viel übrig von meinen Milizen. Ah, immerhin. Ja, noch ein Treffer, aber der hat anscheinend Rüstung. Aber die Aktionspunkte gehen ihm natürlich dadurch trotzdem abhanden. So, jetzt hat er sich hier überhaupt nicht aus dem Haus gewagt, weil hier so viel los ist. Ich kann dem jetzt eigentlich nicht durchgehen lassen, dass der hier... den Milizen dann erledigt. So, jetzt steht natürlich der Miliz im Weg. Und gute Fox kann wieder nichts machen. Egal. So. Dann gehen wir noch einen vor. Zielobjekt in Sicht. Genau, ich habe gehofft, dass ich die da sehen kann. Ah, sind ja so viele Aktionspunkte. Gut. Yep. Da hinten hast du ja schon mal erwischt. Versuch mal mit dem Nahen erstmal. Und Trevor, aber nicht damit, sondern mit dem richtigen Gewehr, das auch wenig AP verbraucht, aber er trifft nicht. Gut, kann man nichts machen. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. Hamus, hätte ich fast übersehen. Kommst du noch hier hin? Und runter. Wieder einer weniger. So, das habe ich mir ja so erhofft. Dann mal gleich mal den erledigen. Auf die Wumme kommt es an. So. Ah ja, der hatte nur Unterbrechung. Friendly Fire. So, runter mit dir. Okay, Chris. Die da.
die da am Eingang steht. Wortwörtlich. Der geht's viel zu gut. Der geht's viel zu gut und du, lieber Chris, triffst sie nicht. Das macht es nicht besser. Okay. 41 reichen. Dass Hamusi nicht trifft, ist jetzt nicht so eigenartig. Aber schön ist es auch nicht. Hätte sie lieber getroffen. Niemand trifft. Am Bein getroffen. Jetzt liegt er da. Dafür sieht Ira niemanden mehr. Jetzt auch die. Nee. Also die werden wir mal versuchen. Als erstes zu erledigen. So. Fox. Schaffst du es jetzt, darüber zu rennen? Da ist jetzt kein vermeintlicher Gegner mehr. Oh, Wahnsinn. Unglaublich. Hoffentlich kein Gegner mehr in dem Haus. Was liegt denn da? So, jetzt müssen sie Milizen wieder leiden und sterben. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass schon wieder Fox getroffen ist. Kann ich da direkt rein? Das kann sich schon wieder verbinden. Ach Mann, ey. Okay. So, jetzt muss mal ein bisschen was passieren hier. Jetzt müssen mal ein paar Gegner umfallen. Oh. Sehr schön. Nicht auf den Kopf geschossen, auf den Kopf getroffen. Mehr kann man sich ja kaum wünschen. Okay. Ja, seine Waffe ist einfach schlecht. Oder er kann damit nicht umgehen, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist diese Art, wie sie zielt, nicht gut. So. Yep. Yep. Ja, den letzten brauche ich nicht mehr machen. Sehr gut. Ira kann man sich verlassen. Auf diese ganzen krassen Elite-Söldner irgendwie nicht. Dimitri wird jetzt wahrscheinlich auch treffen. Nee, doch nicht. Naja, hätte er sein können. Und sie töten weiter. Ja. Aber diesmal ist nicht so viel passiert. Weil die hier schon aus dem Rennen ist. Und der hier einige Male getroffen wurde. Der hat dieses Mal auch nichts gemacht. So, okay. Wo geht's weiter? Der hat sich aufgerichtet und hingestellt. Der Elite-Major, der
sollte sich am besten mal wieder hinlegen. Im Sinne von liegt und stirbt. Aber den Gefallen tut er mir nicht so schnell. Denke ich mal. Ah, der war gut. Der ist auch verwundet da drin. Geht doch. Oh nein. Zu viele AP verbraucht. Ja. Naja. Ja, aber zumindest hat es ihm ein bisschen wehgetan, denke ich. Hat ihm ein paar Aktionspunkte genommen. Das wäre schon echt nicht schlecht, wenn ich nochmal treffen würde. Insbesondere, weil Chris jetzt da auf dem Präsentiersteller steht und sein Köpfchen rausguckt. Soll nicht sein. So, Fox jetzt aber verbinden. Ja, und von den Miezen bleiben ja langsam keine mehr übrig. Oh, sehr gut, sehr gut. Aber zimperlich sind die nicht, ne? Also, die eigenen... Hey, der hat keine graue Kutte an, von daher nicht so schlimm, wenn ich dem in die Schulter schieße. Okay. Er braucht eine andere Waffe, ey, die ist voll schlecht. Voll schlecht. Und irgendwie ist sie auch nicht treffbar, ja. Dabei ist es schon so ein kleiner... Ach je. Gut, so viel dazu. Muss ich erst laden. Natürlich am Bein getroffen. Das ist schön. Mal. Genau. Der sieht ja eh nur den. Der andere hat sich ja jetzt hingelegt. So wie ich das ursprünglich wollte, dass er sich hinlegt. So, Fox ist fertig. Knipst auch die Waffe. Knips, knips. Ach, toll. Auf die Milizen kann man sich auf jeden Fall verlassen. Also, dass man verlassen ist von ihnen. Ja, nee. Fox macht hier gar nichts mehr. So, der da ist der Nächste, der sich anbietet. Sehr gut.
Sollte ich die SKS nehmen, statt seiner komischen... Ah, da ist er auch so schlecht mit... an ihm. Dass er irgendwie nicht zielen kann. Yep. Du meinst der da? Hallo, guten Morgen. Oder moin. Du bist wahrscheinlich einfach aus dem Norden. Ja, schön, dass du auch da bist. Ich streame wieder. Und ich habe es geschafft, Biff und Flo zu retten. Das war aber nicht gerade feierlich mit dem ganzen Laden und Speichern. Aber anders ging's nicht. Ach, das hätte so schön werden können, Dimitri. Das hätte so schön werden können. Na, endlich schießt du mal. Stirbt, sehr gut. Aber die werden den ja noch erschießen, weil Leute, die sterben, kann man ja auch immer noch erschießen. Die könnten ja vielleicht noch eine Bedrohung werden in einem anderen Leben. Okay, Fox hat so wenig AP, weil sie getroffen wurde. Ungünstigerweise. So, jetzt aber. Nicht mit mir hier, Elite-Gegner. Nein, ganz und gar nicht. Mögen wir nicht. Schade, Amus. Erstmal Ira die Chance. Den fiesen... Jetzt auf jeden Fall mehr auf die AP achten. Und Dimitri? Sieht ihn nicht. Jetzt jedoch. Aber da mangelt es jetzt wieder an AP. Okay, Chris. Sehr gut. Sehr gut. Operation gelungen. Patient tot. War genau. Sehr stolz auf mich. So soll es sein. Grizzly hat ein Erfahrungslevel gewonnen, weil Chris jemanden erschossen hat. Eigenartig. Aber, ja. Willst du machen? Gut. Ah, Teil 1 Deadly Games. Hast du das noch nicht gespielt? Ist ja schon alt. Ja, genau. Sag ja. Der Verletzte oder der Sterbende, der muss auf jeden Fall noch erschossen werden. So, wir haben noch 10 Gegner. Wir haben noch 10 Gegner. Wir sehen 1. Wir sehen 1. Einen. So, lass den doch in Ruhe. Der muss nicht unbedingt sterben. So, da ist noch einer. Und irgendwo... Achso, den sehe ich jetzt nochmal. Deadly Games. Moment, Deadly Games, war das nicht Teil 1? Das ist Teil 1. Hast du Teil 1 nie gespielt?
Ich habe mir Teil 1 tatsächlich auch geholt und auch nie gespielt. Da war ich noch, ja, als es rauskam, war ich noch zu jung. Da habe ich noch keine so Kampfspiele gespielt. Und es war mir auch nicht bewusst, dass es rausgekommen ist. Und dann habe ich mich nicht rangetraut, weil die Grafik ja dann doch sehr altbacken ist, ja. Wenn du dich hinlegst, siehst du den, na dann. Ich Sehr stolz sein. schön. Ja, ich bin auch stolz auf dich, Dimitri. Das hast du sehr gut gemacht. Okay, da sind jetzt zwei aus dem Rennen. Und mehr sehen wir im Moment überhaupt nicht. Kann ich jetzt eigentlich nur noch irgendwie so ein bisschen in Position gehen? Sind die anderen jetzt alle da drin oder was? Die anderen acht? Oder hier oben noch? Shit! Genau, dass da einer drin ist, ist klar. Ja, noch ein zweiter. Der hat natürlich gleich die Miliz nochmal erwischt. Ich habe eine Idee. Wir werden mal den hier retten. Burst! Ich habe das gerade gesagt. Lustig. Lustig. Zwei doofe, ein Gedanke. Oder zwei kluge. So, da schön in die Brust. Genau so. Und der soll mal näher kommen dort. Der soll mal ein bisschen näher kommen, damit Grizzly ihn treffen kann. Der hat sich lang genug ausgeruht, das sehe ich genauso. Operation gelungen. Patient tot. Ich habe nur Angst, wenn ich den jetzt zusammenflicke, dass er sich sofort wieder in Todesgefahr bringt. Ah, Fox. Fox ist so verletzt, die kann nichts machen. Und der Rest scheint da drin zu sein. So wie es aussieht. Sind es immer noch? Sieben. Richtig? Ja, sieben. Klar, den einen habe ich jetzt erledigt. Sieben sind es noch. Ja, Dimitri, hier, machen wir ein bisschen Schießübungen. Genau. Minus vier, sehr gut. So, Ira, du kannst mal einfach nur dahin und reingucken, ob da was tut. Chris auch. Ihr da was seht. Genau, alle so nach vorne. Vielleicht lässt sich mal jemand blicken. Noch eine andere Idee. Ich gehe mal mit Chris bisschen raus wieder. Und der ist mal mit seinem Scharfschützengewehr. Ja, ruhig mit dem Scharfschützengewehr. Ach, jetzt sieht er da welche da drin.
Ist ja lustig. Der vorher nicht gesehen. Aber der wird damit jetzt nicht mehr schießen können. Aber man kann zumindest nachladen. Mal in die Richtung gucken. Komisch, dass er sie jetzt nicht mehr sieht. Okay, stark und stark. Okay. Wahrscheinlich auch noch, wenn er hockt. Und dahin zielt. Ja, haltet euch ruhig mal zurück jetzt, ihr lieben Milizen. So. Ja, wahrscheinlich tut er das, genau. Dann direkt auf in den Kampf und tot. So, waren die jetzt hier? Oder da? Da sind sie. Nummer 1. So, und der verliert jetzt keine Zeit. Jetzt, wo sie über mich wissen, wo die Gegner sind, werden die sofort angegriffen. Aber müssen ja gar nicht. Die sind ja gleich tot. Chris macht das mit seinem Scharfschützengewehr. Operation gelungen. Patient tot. Ast rein, genau so. Genau so möchte ich das. So, da ist nichts zu sehen. Niemand, nichts und niemand. Schade eigentlich. Okay, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 4 Gegner. Gut. Sie hat den wieder zusammengeflickt. Hier ist noch einer. Der ist schlecht. Der ist verwundet. Eigentlich ist sie gerade auch nicht mehr zu viel mehr zu gebrauchen als irgendwie als Ärztin. Weil sie einfach durch ihre wenigen Aktionspunkte, die sie jetzt nur noch hat, weil sie selbst getroffen ist, so stark leidet. So, ich kann noch mal. Aber sie sehen halt auch nicht besser, ne? Wenn er zielt, sieht er nicht besser. Könnte ja eigentlich sein, dass sie da so ein bisschen reingucken können, aber ist nicht. Wenn er seine SKS nimmt. Da ist kein Fernrohr drauf montiert. Ja, dann ist auch egal. Yep. So, wenn wir mal nachladen. Yep. Aha. Ach, die sind nicht kompatibel. Ach, na toll. Solltest du eigentlich wissen, wie viel da drin ist. Und gleich geht's wieder los. Okay. Bin außerhalb des Kampfes. Er ist
Die anderen sind nicht am Bluten? Doch. Die sind am Bluten. Komm, Fox. Begib dich an die gefährlichste Stelle und hilf ihm. So. Yep. Ich würde sagen, die Ira hält mal noch die Stellung dort. Das war's mit Captain Grauhaar. Er hat sich einfach den Gegnern vor die Füße geworfen. Schauen wir gleich mal mit Chris. Was liegt denn da? Ist egal. Die haben mich festgenagelt. Ja, super. Ach Gott, ey. Fox ist... Was ist nur los bei Fox? Ich hab mal nicht so viel Geduld heute. Ich hoffe, sie überlebt's. Minus 310. Heftigst. Okay. Aber guck doch mal. Dahin, ist da noch jemand? Niemand. Hier steht? Auch nicht. Also Kristen. Na. Wer ist denn da? Oh, keine Muni mehr. Ihn versehentlich hingelegt. Okay, so ist gut. Trevor sieht halt nicht wirklich was. Ja, schon ein bisschen besser. Grizzly könnte halt hier rein rennen, stürmen. Um den hier zu holen. Noch vier Gegner, einer ist verletzt. Ich achte erstmal darauf, dass da niemand kommt. So. Ansonsten kann ich mit Amus und ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das war. Mit X? Nee. Irgendwie konnte man... Ja, STG. Es lohnt sich, aufzupassen. Glückwunsch, Fox. Genau, könnte ich mit ihr hier dann runter... Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen.
direkt auf den Gegner. Schade. Mit ihm halt auch. Sollte es wahrscheinlich eher weiter hinten machen. Wenn ich das wirklich versuchen will, dass sie ihre Aufmerksamkeit hier hinrichten. Und vielleicht sollte ich auch schleichen. Oh. Genau, gute Idee. So, jetzt aber Grizzly. Jetzt hat er ja schon geschossen. Der sieht ihn nicht. Bin nicht weit genug vorgerannt. So, der liegt jetzt da und stirbt. Sehr schön. Dann mach mal Schleichmodus an. Boah, das hat aber geschlichen. Amus ist gut im Schleichen. Den kriegen wir besser rüber. Geschlichen. So, der hat sich jetzt ins Visier von Chris begeben. Das war's dann auch für ihn. Dann haben wir jetzt noch 3. Wo immer die anderen beiden sind. Der war so klug, nicht auf den zu schießen, weil der stirbt ja. Den muss er nicht mehr bekämpfen. Wenn ich jetzt mit Grizzly da reinrenne, dann kriegt Grizzly eine Salve. Nee, kriegt er nicht. Interessant. Schade, Grizzly. Hätte doch einfach mal treffen können. Das wäre doch auch cool. Treffen ist auch cool. So. Genau, er ist... Superschleich-Man. Okay. So, ich kann natürlich jetzt mit Chris... zum Beispiel mal dahin gehen und da reingucken. Sehe ich ihn denn schon? Noch nicht, aber fast. Moment, ich muss nur anlegen. Dann sehe ich ihn. Gut. Yep. Unterbrechung für Ira. Das ist ja prima, dass er extra zu Ira rennt. Sehr schön. Der gezielte Schuss hat nicht getroffen, aber der andere. So, dafür darf Grizzly jetzt den Kopfschuss auch machen. Ja, aber du musst auch treffen. Ja? Ja, und doof, dass er einen Helm auf hat, ne? okay. Gut, dann. Yep. Ira hat noch eine Chance.
Das gefällt mir. Der war schön. So. Mit Fox schon versuchen? Auf jeden Fall speichern, weil das ist mega gefährlich. Feindberührung. Da ist irgendwas. Ja, toll, also. Hilft nicht. Kann nichts machen. Da ist irgendwas. Außer ausweichen. Der kann sich vielleicht hier so ein bisschen rüberrollen. Sieht dann bald was? Nach einem Roller? Oder so? So, und der ist ja jetzt von Fox alarmiert und wird wahrscheinlich, wenn Amus da runterkommt, total überrascht sein. Etwas. Okay, so richtig überrascht ist er nicht. Yep. Denn er greift direkt an. Aber hat ihm nicht geholfen. So. Ach nö, ich geh mal wieder. Ich geh mal wieder. Ich lass das Ira machen. Okay, Ira hat's nicht gemacht. Ich glaube, Chris könnte den auch sehen. Aber versuchen es einfach mal ohne ihn zu sehen. Soll schon schief gehen. So, Trevor, roll dich mal noch so ein bisschen nach da. Keep on rolling. Zielst du mal nach da. Moose kann nichts mehr machen und Fox kann aber auch nach da zielen. Wenn der da rauskommt, dann war es das mit ihm. Denke ich. Sollte er sich besser nicht wagen. Was ist das? Ja, mit ihm reinrennen ist, glaube ich, ein bisschen Overkill. Jetzt zumindest noch. Dann in der nächsten Runde schon eher. Kann mal nachkommen, der Dimitri. Ja. Komm zu Papa. Sagt er. Komm zu Papa, sagt er, macht aber nix. Yep. Gut, dann überlassen wir das Ira. Nochmal. Aber leider nicht trifft. Jetzt aber. Das gefällt mir. Okay, dann haben wir noch einen. Das könnten wir. Oh, jetzt war er aber laut. Das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt aber rein mit Dimitri. Da so hin. Dann da so hin. Hierher! Hat auf jeden Fall nicht gesehen. Boah, das ist schon ein guter Überblick von Chris, würde ich sagen. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ja, das wollte ich gar nicht da hingucken. Da fällt wieder ganz schön viel an guten Gütern ab. So, jetzt aber Amus, den Rest.
rüber geschlichen. Und dann wird er gleich mal runtergeschaut. Er rennt weiter vor. Oh, er sieht ihn. Aber das ist keine gute Position. Hierher! Der soll mal lieber da rauskommen. Kann ich vielleicht den Winkel noch ein bisschen verbessern? Wirklich. Wenn der da rausrennt, dann ist er geliefert. Der ist der Letzte, ne? Er ist der Letzte. Gut. Brauche noch 8, besser 12. Also 30 darf ich. Einfach gezielten Kopfschuss von hier. Ja. Wow. Alle Feinde tot hier. Alle Feinde tot hier. So, okay. Kommt mal raus. Kommt mal erstmal hierher. Erstmal sammeln. Dach. Ira, wo bist denn du? Ach so. Sie ist tatsächlich schon da vorne. Ja, alle Milizen heldenhaft im Kampf gefallen, richtig. Oder so. So, dann nehmt mal eure Rucksäcke wieder auf. Shift, STRG, F. Was? Anbringung entfernt? Das war nicht das, was ich tun wollte. Anbringung entfernt. Dann liegen doch nicht mehr da. Das ist jetzt nur die falsche Meldung. Ach nee, das war, was hier entfernt wurde wahrscheinlich. Was ist denn das? Eine Bullpup Design der AKS 57U, diese MP hat einen integrierten Granatwerfer. Und hier drunter? Das ist doch noch ein... Ach, der ist integriert. Okay. Und was hat die drauf? Ah, die ist nicht so doll, aber mit integrierten Granatwerfer? Das ist natürlich nice. Aber nimmt auch nur bestimmte Granaten, so wie es aussieht. Nur die hier. Nicht die. Nur... Fuck. Fock-Sprunggranate. Naja, gut. Na ja, gut. Was ist das denn? Ich habe noch nie gesehen. Hier gibt es ja Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Einen Dynima-Helm. Eine Medaille. Tja. Hochexplosive Rakete für auch einen anderen Raketenwerfer, den ich noch nicht habe. Okay, ja, nice.
Genau, das ist abmontiert worden anscheinend hier, die zwei Beine und die Mündungsfeuerdämpfer. Oh, diese Weste ist auch ganz gut. Das ist ja eine Trageweste. Da müsste ich mal gucken, ob die vielleicht besser ist als manch eine andere, die ich im Moment habe. Und die vielleicht mehr Platz bietet, zum Beispiel als diese Gürteltasche von Grizzly. Die ist jetzt zum Beispiel nicht so besonders. Einfach mal spaßeshalber versuchen. Die einmal zu tauschen. Das dürfte ja nur die... Ja, klar, das betrifft nur die Sachen. Okay. Und? Ja, gut. Die hat viel mehr Slots, um Sachen unterzubringen, aber leider diesen dann nicht mehr. Den brauche ich jetzt tatsächlich mit Grizzly nicht wirklich. Also von daher ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, das zu tauschen. Er braucht vor allem die anderen Slots. Ach, und diese Granaten passen da nicht rein. Schade. Geben wir ihm noch ein paar andere Granaten. Ja. So, er trägt jetzt schon einen Granatwerfer mit sich rum. Und eine Law. Und hat immer noch Kapazitäten. Der kann halt tragen wie ein Verrückter. Wir tauschen mal die Tränengrasgranate. Gegen sowas. Was ist hier besser? Anscheinend das. Aber dieser DSM-Helm. Der ist bestimmt gut. Aber gut, können wir. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Prozent. So, das nochmal. Die Zerfallrate. Also 27 und 70%. Und so ein Kevlar-Helm hat nur 23, aber dafür 75% Abdeckung. Aber auch eine höhere Zerfallrate. Also ist schon der bessere Helm. Und du brauchst auch wieder dein Nachtsichtgerät. So. Für die Nachtsicht. Und Waffe aufladen. Tauschen auch gerne gegen volles Magazin. Oh. Ein weiteres Scharfschützengewehr. M21 Tactical. Das kostet aber auch 19 AP. Das ist schon heftig. Die US Army benötigte während des Vietnamkrieges eine präzise und zuverlässige Scharfschützengewehr. Man entschloss sich 1969, das M14 MA1 National Match Gewehr mit einigen Änderungen zu verwenden. Aha, und dann kam die M21 Tactical bei raus, die mit interessanterweise mit Munition aus dem Nee, lädt was anderes. Das war nur falsch aufgeleuchtet. Was lädt die denn? Okay, keine Ahnung. Sehe ich jetzt noch nicht so wirklich. Gut. Okay, ich versuche mal ein bisschen was zusammenzufassen hier. Ist hier noch was Zusammenfassbares? Wir haben... Ne, die ist auch nicht neu. Das ist die von Grizzly, ne? Oder?
Von Trevor. Nee, von Trevor ist die. Gut. Kann man hier noch was zusammenfassen? Schon alle fleißig gestapelt. Ja. Okay. Macht Sinn, die Gürteltasche tatsächlich auch abzugeben? Ah, das lädt die. Okay. Jetzt sehe ich's. Gut. Habe ich eigentlich schon nachgeladen? Shift R. So aus. Also, ich werde jetzt mal hier das Inventarmanagement noch, noch mit aufnehmen. Und danach mache ich Schluss. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne noch zugucken. Das ist jetzt hier nicht mehr so mega spannend. Aber es gehört dazu und man muss das immer auch machen, wenn man Jagged Alliance spielt. Weil man ja maximal so an Ausrüstungsgegenständen mit sich rumtragen möchte und auch das Beste, das Feinste vom Feinsten sozusagen. Genau. Wer kann denn hier noch die andere Tactical nehmen? Hat noch jemand irgendwie einen Scharfschützen-Skill? Ich glaube, das hat keiner mehr. Von meinen Leuten, das hat nur Chris. Ja. Ja, könnte es höchstens jemand anderem geben, der noch ganz gerade guckt. Aber auch sonst, ne? Niemand sonst mehr Großwaffenskills. Ingenieur, Sprengmeister, Grenadier, Faustkämpfer, Kampfsportler, Bartender, natürlich sie. Eigentlich nur sie noch hat einen speziellen Waffenskill. Naja, und er als Grenadier. Ja, das spricht ja eigentlich dafür, dass er auch diese dieses komische Dingens bekommt. Muss man bei meiner Tochter gucken gehen? Da hat es nämlich gerade gerumpelt. Ich bin gleich wieder da.
Ja, oh. Sorry, Samson und alle anderen. Ich habe mich auf Mute gestellt und nicht wieder angeschaltet. Ja. Genau. Ja, ich bin weiterhin am Sortieren und gucken, was ich jetzt wem gebe von der Munition. Auch hier den Helm mal tauschen. Kevlar-Helme braucht eigentlich keiner mehr. Wenn wir hier diese anderen tollen Helme haben. Die sind zwar nicht repariert, aber das tun wir ja dann bald. 2670. 2770. Die Kevlar-Helme austauschen. Genau, jetzt haben alle bessere Helme als die Kevlar-Helme mit 23. 75% Bedeckung, aber gut. Okay. Wenn die repariert sind, sind die dann tatsächlich auch besser. Bei der Guardian-Weste, ja, die müsste besser sein als die Kevlar-Weste wiederum. 28,70. Und die hat 25,70. Ja. Genau. So, was haben wir noch zu verteilen? Die Tactical, das Scharfschützengewehr. Ich war ja hier so unzufrieden mit dieser Waffe. Bei ihm. Vielleicht sollte ich die rausnehmen und tauschen gegen irgendwas anderes. 35er Reichweite ist ja eigentlich gut. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur an ihm. Pistolenmagazine haben wir jetzt nicht mehr. Die ich noch mitnehmen könnte. Und der hat auch so ein Scharfschützengewehr. Die ich auch mal ausprobieren können, mit der jetzt dem zu schießen. Was haben wir denn hier noch? 30er Reichweite ist halt nicht schlecht. Das Galil vielleicht mal ausprobieren. Was geht denn hier so? Die kompakteste Variante des Galil AR, bestens geeignet für Fallschirmjäger. Okay. Wenn das so ist. Und das hier. Man sagt, dass einige Schützen mit diesem Gewehr bis zu 20 Mal wahrscheinlich zielsicherer sind als mit dem AK-47. Dieses Modell ist für die Patrone M74 ausgelegt. Ja, toll. Also ich bin bisher noch nicht so begeistert davon. Muss ich gestehen. Aber es liegt vielleicht auch einfach an dem Schützen. Beim Mündungsfeuerdämpfer vielleicht noch verteilen. Damit die nicht alle gleich sehen, wo ich bin. An denjenigen, die noch keine haben. Da sind ja Schalldämpfer drauf. So. Und zwei Beine. Teilen wir auch noch. Ist nicht. Mehr brauchen wir nicht. So. Dann hätten wir noch so ein Gewehr.
Hätten noch AK-Munition. Könnte ich die Bestände hier auffüllen. Schon mal ganz gut. Irgendwie kann ich es nicht auseinandernehmen. Warum nicht? Ah, okay. Darum. Okay, der ist nicht gut. Die war aus anderen Gründen nicht gut. Die hatte ich schon nicht eingesetzt oder getauscht bei Trevor. Die AIK, ja, bin ich begeistert. Die Galil ist jetzt auch nicht der Hammer. AKM brauchen wir auch nicht. Walter MLP. Die sind halt alle von der Reichweite nicht so doll. Dieses Gewehr ist halt noch gut. Dieses Scharfschützengewehr und der Munitionstyp ist ebenso hilfreich. Für die Pistole habe ich nicht mehr so viel Munition. Die ist aber quasi gleich gut. Für die habe ich noch viel. Weil die hat halt so die Standardmunition. Würde ich sagen, die nehme ich mal raus. Guck mal, wer das noch brauchen kann. Noch einen Schuss in dieser UDA und hat jetzt das Scharfschützengewehr. Ira hat das Scharfschützengewehr. Ira ist unsere neugeborene Scharfschützin. Doch Compound 18. Ich weiß nicht, wo ich das drauf machen draufkleben soll. Wenn ich sicher bin, was so das Beste ist. Könnte man natürlich hier drauf machen, ne? Ich weiß nicht, ob das geht. Ne, ich schließe noch nicht. Ich wollte ja die Munition noch verteilen. Ich glaube nämlich, es gibt noch Waffen von diesem Typ, die noch Munition brauchen. Genau. Wobei, brauchen ist gut. Das ist überall voll. Mehr geht nicht. Ja, dann wohl nicht. Na doch, hier vielleicht. Genau, hier gibt es noch ein zweites Magazin. Bei Amus und grundsätzlich Reichweite 12, 26, 6. 12, 26, 6, 1 AP, 1 AP. Die ist halt noch leichter. Na dann. Nehmen wir die, die ist noch leichter. So, sonst haben wir hier noch ein bisschen neue exotische Munition, die sollten wir mitnehmen. Hat so beleuchtet, als sei das derselbe Munitionstyp. Verwirr mich ruhig. Okay. Dieses kleine Ding hier hätten wir halt. Oh, das ist gar kein
eine Pistole. Es wirkt nur so. Genau, und die Kampffeste habe ich noch gar nicht angezogen, weil ich die erstmal reparieren muss. So, was haben wir noch? Haben wir noch was, was wir verteilen müssen? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Jede Menge Munition und so. Das ist halt alles noch gut. Das kann man alles noch später gebrauchen. Später nutzen und verteilen. Können wir mal rauslegen, dass er hier ein bisschen entlastet wird vom Gewicht, würde ich sagen. Muss er ja nicht mit sich rumschleppen. Nicht ganz so viel zumindest. Ja, auch die ganzen Granaten, so viele wird er auch nicht verbrauchen. Dann pack lieber den Werkzeugkoffer in den Rucksack. Genau, und den Rest Messer werden die jetzt alle haben. Genau. Der Rest ist jetzt nicht so... Jetzt müsste man das unbedingt mitnehmen. Hier ist noch mehr Munition für diese Karabiner. Okay, für dieses... Ja, Granaten halt noch mehr. Ja, jetzt habe ich erstmal alles verteilt, würde ich sagen, was unbedingt verteilenswert ist. Die Senfgrasgranaten sollte man eigentlich auch noch mitnehmen. Granate. Nur eine. Triengas ist... Nehmen wir die zumindest. Packen wir die in den Rucksack. Wobei das Quatsch ist. Naja, aber er legt den Rucksack ja eh ab. Zu Beginn eines Kampfes, wenn ich es nicht vergesse... Aber ich setze darauf, dass ihr mich erinnert. So. Ja, nee, dann war es das erstmal. Noch tauschen mit irgendjemandem? Jemand mit nicht ganz so viel Gewicht? Nee. Gibt's nicht. Okay, und wir können noch Arztkoffer auffüllen. Den Arztkoffer auffüllen. So. Dann kann er zwei nehmen in seinem Aber dann ist es halt auch schwer. Doch gesehen, dass da ein bisschen was raus war. Im Arztkoffer. Jetzt haben wir tatsächlich nur einen Arztkoffer, oder? Nur noch Fox hat einen großen. Dass ich das Operieren verbraucht habe. Braucht Fox noch ein bisschen neue Munition hier von dem? Scheint auch nicht. Wirklich. Okay. Okay. Tvaron-Weste. Die haben jetzt hier alle was anderes, besseres im Moment. Können wir tatsächlich auch liegen lassen. Und dann erstmal da wieder ein Päuschen machen, reparieren. Fox sich selbst verarzten. Nein, machen wir dieses Mal nicht.
Genau, sie kann sich selbst verarzten. Ira kann zwar helfen, aber ist eigentlich auch Quatsch, da zu helfen. Dimitri repariert und Trevor repariert. Chris übt. Du kannst vielleicht mal Trainer für Treffsicherheit oder sowas machen. Und dann übt Ira bei dir. Wie war das? Training. Rekrut. Treffsicherheit und Hamus auch. Training, Rekrut, Treffsicherheit. Ja, bei Grizzly ist es ein bisschen albern, oder? Gucken, ob das überhaupt noch geht. Aber sie können nicht. Können nur zwei gleichzeitig anscheinend. Da kann man auch Gegenstände reparieren. The machinery here can manufacture all sorts of replacement parts, which will increase your efficiency at repair, assuming you know how to use the complex machinery here. Okay, cool. Natürlich. The locals here may be willing to scout out surrounding area. Bar ist halt einfach nur Pause machen. Ja, dann kann ich aber meine Reparierer dort in die Fabrik schicken. Sind die noch mal besser? Genau, nur einer. Okay, dann tu das. Wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. So, und Grizzly. Weisheit üben wäre geil. Kann er aber nicht. Ja, ein bisschen Technik. Okay. Warum kann er jetzt nicht mehr? Rekrut bei Chris sein. Training. Rekrut. Treffsicherheit. Training. Üben. Kraft. Training, gut, Treffsicherheit. Ja, es geht wohl nur bis zu einem bestimmten Level und da ist er jetzt schon zu gut anscheinend mit 79, aber dann üb halt noch ein bisschen. Du bist ja kurz davor, vor 80. Okay. So. Hilft nichts. Die werden staunen. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, wir gucken uns mal den Sektor an. Wie üblich. Einmal rum. Oh, ein Häuschen. Na, dann gehen wir das noch besuchen. Das Häuschen. Und Biff hat an Kraft gewonnen, weil die Übergewicht mit sich rumtragen. Lernen die dann auch schneller Kraft. Hallo, guten Tag. Sie
können sich nicht vorstellen, was wir erlebt haben. Ich wette, sie sind froh, dass sie nicht hier leben müssen. Sie ist der Satan persönlich. Alle hassen Daydrunner. Und Wiki. Nicht schlecht. Ihr seid auf jeden Fall vorbereitet, würde ich sagen, mit Granaten. Sogar Munition. Vielleicht noch ein Medipack? Schade. Schade eigentlich. Ja, nehmen wir mit. Alex hat noch Platz. Das müssten wir jetzt nicht mitnehmen, aber... So, welchen Weg empfiehlt er denn jetzt hier lang? Dann nehmen wir den auch, weil das ist ja... Da ist ja eine Straße. Ich hoffe nur, da sind keine Gegner. Ich speichere an dieser Stelle noch einmal. Sagt die Uhr? Die Uhr sagt jetzt Bettzeit, ne? Ja. Aber ich möchte gerne noch verkaufen. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Keine Gegner? Gut. Dafür nochmal ein Häuschen. Und eine Farm. Für die Kuh laufen. Eigentlich wollte ich nur verkaufen. Aber das Spiel lässt mich nicht. Das Spiel möchte... dass ich jetzt noch dieses Haus durchsuche. Ich gucke, ob ich da noch was mitnehmen kann. Dadurch, dass Biff und Flo und Alex so viel Munition verschossen haben, sieht ihr Arsenal schon wieder ganz okay aus. Oh, ein Kind. Hi. Das Leben eines Söldners geht echt an die Substanz. Eines Tages gehe ich zu Armee. Die Ruku ist schwer. Ich ersticke. Das ist eine gute Idee. Hier in Arulko zur Armee zu gehen. Hast du bestimmt eine gute Zeit. Dabei sind sie doch hier gegen Daydrunner. Auch hier gegen Daydrunner. Ist der schon offen oder ist es noch zu? Schon offen. Die sind hier nicht so gewohnt, ihre Schränke zuzumachen. Ist ja auch unpraktisch. Da muss man sie erstmal aufmachen, ne, wenn man was rausholen will. Total unpraktisch. Okay, da ist niemand. Ab zu Toni. Ich bin angekommen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Ja, wir wollen zu Toni. Wir wollen Toni gerne Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Und wir wollen Toni, wollen die anderen Sachen hier ablegen. Genau, und da oben ist nämlich eine Art Lager, wo ich alle Sachen aufeinander gestapelt habe, die mit denen ich nichts anfangen kann derzeit und die ich vielleicht später noch verkaufen kann. Das ist die Idee dahinter. So, Führungsqualität, wer hat denn hier so ein bisschen Führungsqualität? Oh, Alex hat Führungsqualität. Du bist ja hier noch zum Stammkunden. Ich wette, du bist hier. Genau, wegen Toni sind wir da. So. Ja.
Zeig mir, woran du Interesse hast. Noch ein Granatwerfer? AKMSU. Auf jeden Fall wieder neue Waffen. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Die Munition habe ich bisher auch noch nicht verwendet. Ah, diese Granaten hat er. Sollte ich vielleicht mal mitnehmen, aber ich habe kein Geld. Kolben hat er auch und andere Zielfernrohre. Schon jetzt. Gut. Lass dir Zeit. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Die behalte ich jetzt erstmal selber. Okay. Für diese Beretta. So, dann möchte ich aber schon gerne diese SA furchtbare Waffe gerne loswerden. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Die Munition brauche ich nicht. Die würde ich noch behalten. Ja, das biete ich dir an. Biff. Weißt du was? Das gibst du alles Alex. Ja, wobei. Kannst auch du behalten. Wahrscheinlich mehr Sinn, wenn du das kriegst. Nein, ich möchte gerne diese Waffe damit beladen. Wird schon werden. So, Flo hat auch unnötig viel Kram. Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Ja, leider. Das ist eigentlich auch Zubehör, aber will er trotzdem nicht. Okay, die würde ich eigentlich auch gerne loswerden. Hier müssten doch... Der ist halt nicht im Team. Verkauf die einfach mal. Das nicht, das würde ich gerne mitnehmen. Ah ja, die Munition auch, weg damit. Von denen hatte ich auch genug gefunden. Und umkonvertieren kann ich die auch. So. Ja, alles wollte ich. So. Transaktion. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ja, noch mehr. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Noch mehr. Wir wollen hier wirklich mal ein bisschen aufräumen.
Cool, dass diese Pistole ins Revolverholster passt. Ja, natürlich passt dann keine Munition rein dafür. Bräuchte man einen Revolver. Ist ja nicht schlecht, diese Revolver, ne? Aber die passen dann wiederum nicht da rein, weil die sind zu groß. Also, die Scharfschützenmunition gebe ich nicht ab. Und dann... Die Uhr wird ja nicht kaufen, bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Platinuhr, ne? Ja. Die ist teuer, wenn ich sie denn an den Mann kriege oder an die Frau. Genau, okay. Ja, ihre jetzt. Hä? Du möchtest etwas verkaufen, ist das korrekt? Nee, möchte ich nicht. Hab mich vertan. So. Nimm doch die, Flo. Das ist doch viel besser. Das gebe ich jetzt Flo. Doch viel mehr Reichweite. Ja, nicht so niedrige AP, aber trotzdem auch recht niedrige AP. Verkauft ihr diese MAC-10? Genau. Nee, die nicht. Okay. Ja. Okay, gut. So. Das wird noch verkauft. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? So, erstmal nicht. Sehr gut. Erstmal nicht. Was liegt hier rum? Revolverholster, Kevlarweste, Alustange, Dose. Echt eine Kevlarweste? Ist wohl mein Glückstag heute. Wegen der Dose? War nichts dabei, was du brauchst. So. Und er hat die Colt-Kommandos hier. Kann ich mal gucken, ob ich die sinnvollerweise tauschen kann. Mit den anderen. Denn Munition dafür habe ich nicht. Kann ich die wahrscheinlich nicht sinnvoll mit den anderen tauschen. Wobei er eine bessere Colt hat. Sie hat keine bessere Waffe, aber sie hat eine Waffe mit Munition. Nein. Gute Nacht, Alex. Sie ebenso. Also eigentlich ziemlich unnötige Sache, dass er diese Waffen hat. Kann man noch ein Zweibein anbauen. Die Batterie könnte man mal hier rein. Nicht mit Batterie? Ich dachte. Ja, doch nicht. Sondern die.
So, die Sachen nehmen wir mit und die Sunny-Taschen müssen wir auch mitnehmen. Voll wichtig. Aber ablegen können wir die ganzen zusätzlichen Ausrüstungssachen. Jetzt haben sie das wahrscheinlich genau da hingelegt. Nee. Pablo. Na, verkauf du mal noch die. Zeig mir. Lass mal. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Ja, war einfach. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Einfach nur dumm. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Der noch diese doofe Waffe hat. Sehr gut. So. Teilen wir die noch, die Mündungsfeuerdämpfer. Diejenigen, die noch keine haben. Selber auch einen haben. Okay. So, und der Rest, ich glaube, die sind ja alle versorgt. Dem Rest. Genau, da ist nur noch was abzulegen. Pablo kann weiter üben. Oder kann er jetzt was reparieren? Pablo, reparieren der Gegenstände? Ja, da liegt jetzt irgendwas zum Reparieren. Gut. Der Rest geht jetzt mal eben darüber. So, Biff hat noch eine Weste, die er da ablegen kann. Ach, und ich muss nochmal nach den Westen gucken, die sie jetzt noch mit sich rumtragen. Eigentlich die falsche Munition. Okay, Biff ist raus. Alex hat. Brauchen wir alles? Doch, hier ist noch eine weitere Weste, die wir nicht brauchen. Lass wirklich dahin gehen. Ja. Okay. Ach, den Holster. Das Holz da. Könnte er noch nehmen, aber es hilft nicht. Es hilft nicht. Okay. Lo hat die Helme noch. Nee, nicht an Alex geben. Da hinlegen. Alex raus. Noch was? Klebeband, das nehmen wir mit. Okay, den Rest nehmen wir erstmal mit. Ja, die Uhr noch hier lassen. Egal. Wird mitgenommen zum Laster und dann mit dem Laster ab nach unten. Pablo. Da sind doch jetzt noch ein paar kaputte Gegenstände hinzugekommen, die du reparieren kannst.
Hier diese Weste. Zum Beispiel diesen Helm. Alles heile? Alles heile? Auch alles heile. Habe ich schon alles repariert. War ich schon fleißig. Okay. Der kann doch Sachen auch aufbrechen. So, und dann wollte ich nochmal gucken nach der Jägerweste. Naja, die wird niemand brauchen. Die wird niemand brauchen. Gut. Okay, dann gehe ich noch zum Laster. Bin bereit, weiterzumachen. Ist gerade irgendwie der Name verrutscht, oder? Von dem Ort. Komisch. So, sie ist geheilt. Immer noch ein bisschen Sprengstoff oder so. Ansonsten können alle nochmal Schläfchen machen, bevor es dann weitergeht nach oben. Ich bin angekommen. Die lasse ich zum Laster gehen. Gibt es etwas, was ich jetzt tun kann? Die sollen jetzt ihre ganzen... Ah, die hätten hier noch den Werkzeugkoffer holen sollen, ne? Der Werkzeugkoffer... Nicht ganz unwichtig. Mir fehlt's echt an Werkzeug. So, diesen ganzen schweren und nicht unbedingt sinnvoll rumzuschleppenden Kram, den sie selber gar nicht verwenden können. Medipacks sollten sie schon dabei haben, aber nicht so viele. Mist. Hätte ich ablegen können. Ich brauche nur ein Schlosser-Set, logischerweise. Das auch nicht. Das auch nicht, das... Na, sie ist ja schon auch Technikerin, ne? Sie kann auch reparieren. So, und Biff hat auch noch Kram, den er nicht braucht. Genau, und das packe ich jetzt in den Laster. Da ist ja noch Platz. Da sind 3 Schlosser-Sets. Jetzt schon. 3 tolle Schlosser-Sets. So. Da oben kommt der Support-Kram hin. Hier so Waffenzeug. Sag ich mal. Okay, machen wir so. Ja, cool. Dann sind die jetzt
bereit, sich in den Truck zu setzen und mit dem Truck da nach Süden zu fahren, um hier aufzuräumen und noch mehr Sachen mitzunehmen, um sie dann wiederum zu Bobby zu bringen und zu verkaufen, zu Bobby Race. Und Milizen zu trainieren und solche Sachen. Zu reparieren, überall, wo sie helfen können. Soweit, so gut. Es ist alles vorbereitet fürs nächste Mal. Ich habe auch die Sachen schon aussortiert hier. Und dann kann es auch wirklich als nächstes da nach Norden gehen zum Kämpfen, wenn sie ausgeruht sind. Ja, und dann geht's weiter. Achso, vielleicht eine Sache noch. Mal zu Merck gehen und Bill und Flo bezahlen. Es ist immer wieder ein Vergnügen, Sie zu sehen. Ich habe, wenn es sonst noch etwas gibt, das ich... Ach übrigens, Sie haben doch daran gedacht, Ihre E-Mails durchzusehen. Ich habe Ihnen eine Mitteilung hinsichtlich der noch ausstehenden Zahlungen bei MERC weitergeleitet. Genau. Das muss ich jetzt ein bisschen was bezahlen. Ich danke Ihnen vielmals. Genau, okay. So, alles klar. So, habt ihr jetzt neue Söldner schon bekommen? Baba. Baba wollen wir nicht. Gumpy ist eigentlich auch ganz cool, weil der auch sehr klug ist und sehr schnell lernt. Dadurch. Und der ist halt auch sehr günstig für den Anfang. Ja. Ein ganz guter Quick Learner. Wenn man einen billigen Söldner haben will. Okay. Dann. Werde es soweit fertig. Es ist bezahlt. Alles ist gesichert. Und dann mache ich an der Stelle Feierabend. Ich mache aus und schaue, ob ich euch noch wohin raiden kann. Ob denn noch jemand spielt von den üblichen Verdächtigen oder irgendjemand, der vielleicht Jagged Alliance weiterspielt mit euch. Ah, meine Liste ist leer. Spielt nur einer, der Jagged Alliance gespielt hat. Jetzt nicht Jagged Alliance, sondern Diablo 4. Also ich habe damals Diablo 1 und 2 gespielt. Diablo 3 kam dann irgendwann mal ganz heiß erwartet raus. Habe ich nie gespielt. Und jetzt ist anscheinend neu und frisch Diablo 4 rausgekommen. Boah, ich würde euch mal zum Mongoosa schicken, weil der hat einfach früher mal Jagged Alliance 2 gespielt und der hat Jagged Alliance Unfinished Business gespielt und ist ein Amerikaner, also englischer Kanal. Jemand anderes, der Jagged Alliance spielt, ist gerade nicht da. Ja. Werf doch mal einen Blick bei Diablo rein. Denke ich mir so. Habe ich zumindest auch eine gewisse Verbindung zu. Und ihr ja vielleicht auch. Nee. Und irgendwohin raiden ist ja immer ganz gut. Wegen der Kanalpunkte, die man bei mir gerade eh nicht groß einsetzen kann, aber... Vielleicht kommt ja da mal wieder was Sinnvolleres. Wobei, bei Jagged Alliance wäre es jetzt möglich gewesen. Wobei ich die vielleicht nicht freigeschalten habe. Okay, egal. Dann geht's ab zum Mongoosa. Der hat gerade nur einen Zuschauer und freut sich bestimmt über ein paar weitere. Also falls ihr noch ein bisschen was schauen wollt, Diablo wird gespielt. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, in übernächste Woche. Übernächste Woche.
weil nächste Woche bin ich erstmal im Urlaub. Und diese Woche wird es nicht mehr. Gut, mach's gut. Danke euch. Ciao.